Nope. Wie sich herausstellt, können wir nur 100 Yen haben. Bloodbag? What the hell? So sieht's aber nicht hier aus. Ich habe schon gelesen tatsächlich, wir müssen das dem Fischermann geben. Das war nicht die beste Entscheidung. Dreh dich mal um oder so. Oder. Ach, wir schaffen es auch so sicherlich. So, wir müssen es dem hier geben. Es wäre ja nur Trial oder Error gewesen. Ich wusste, einer von den beiden ist es. So, das möchtest du sicherlich haben, oder? Yeah, und. Ja, genau, kipp's einfach weg. Und wir kriegen einen traurigen Fischi. Haben die Dinger eigentlich? Ja, ein bisschen. Larger Twisted Plant, Prison's Death, The Moon, Wood, Outrust. A fish with a somber expression that almost seems human. Oh, wir haben sogar noch ein Bloodbag. A bag full of what seems to be blood. Und wir haben immer noch das Geld? Okay. Komisch, aber ich beschwere mich nicht. Geld ist immer gut. So, komm mal rüber. Danke. Ich hoffe, die anderen sind... Doch, ich glaube, die anderen waren noch da. Ew. Da müssen wir jetzt an denen vorbei. War hier endlich was? Nee, das war ja das Collectible, genau. Oder so. Irgendwie was. Nee, da war auch Tanyan. So, dann drehe ich mal um oder so. Oder ich glaube, wir schaffen das auch so. Yep, das schaffen wir auch so. Und hopp. Und... Jump'n'Run! Ja, ich liebe Jump'n'Run. Jump'n'Run ist mein favorite Genre of all the times. Vor allem, wenn sowas passiert und wir zwei Screens zurückgesetzt werden. Oh yeah. Ich habe das Gefühl, überall wo die Hand ist. Und du kriegst einen traurigen Fisch. Nom nom nom. Hey, ich glaube, ich wollte das haben. Dieses runde Ding. Ich wollte was aufheben. Warte, hä? Hallo? Ich wollte was aufheben. Jesus, warte doch noch eine Sekunde. Da war was. Ja, ein Collectible, glaube ich, oder so. Concept Art, sage ich doch. Wir brauchten das sogar. Komm schon, Dude. Okay. What the fuck? Alter, was war das für eine Explosion? Was war das für eine Ragdoll-Animation? Aber okay, okay. Also, okay, das ist extremes Trial and Error. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das passiert. Aber scheinbar ja schon. Okay, hier sollten wir aber sicher sein, oder? Genau. So, und ich hoffe, jetzt kommt gleich noch ein Felsen. Jo. Sehr gut. Boah, einfach eine fette Explosion. Oh, da hinten sind Geister. Hallöchen, Geister. Wie geht es euch? Ich glaube, das sind keine Geister. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, warten wir. Wir können ja schon mal hochspringen. Zum Glück triggert das das nicht. Und dann schiebt den mal weg. Ew, ich höre irgendein Gestöhne. Ach, das war ich. Achso, das sind wir, wenn wir das schieben. Okay, ich dachte gerade schon, oh, die Geister, die sind... Ich glaube, ich lag doch nicht so falsch mit dem, Spermium. Oh, what the fuck ist das da hinten? Ist der aus wegen Grafikfehler? Und weiter. Lauf, mal du Ziki, lauf. Aber erstmal, hier ist nichts, okay. Hier ist auch nichts. Ich habe jetzt nämlich ein bisschen Angst, ins Wasser zu springen, aber machen wir es einfach mal. Yay! Oh, vielleicht warten wir hier noch ganz schnell.
Aber wir werden sowieso nicht erwischt. Okay, auch okay. Und wir sind in einem düsteren, sumpfigen Wald, wo überhaupt nichts Schlimmes passieren wird. Mit Sicherheit. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass hier nichts passieren wird. Dass überhaupt nichts Schlimmes hier ist. Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf, dass es so ein Trompeteneffekt ist. Wo überhaupt nichts Schlimmes sein kann. Wo. Jesus Christ, Girl, du bist hier gerade an zwei Stellen gleichzeitig. Jetzt hör mal auf damit. Geh an den anderen Baum oder. Ja, jo. Ey, Mädel, komm schon. Oder sind das mehrere? Ich hatte jetzt gerade schon irgendwie die Idee. Ja, das ist die Theorie, dass das ist Madotsukis Mutter und sie hat sie im Wald verloren. Also Madotsuki hat ihre Mutter im Wald verloren. Nicht Madotsuki wurde im Wald vergessen oder verloren, sondern dann die Mutter. Die Mutter wurde im Wald verloren irgendwo. Einfach so mittendrin. Einfach wusch, weg. Passiert. So ist das halt in Japan. Wobei, jetzt ist es traurig, weil in Japan gibt es ja zum Beispiel den Suicide Forest. Ich hoffe, das sollte nicht eine Anspielung darauf sein. Das wäre traurig. Hallöchen. Du bist ein Geheimnis, ich wusste es doch. Was bist du? Siehst du aus wie eine Game-Cartridge? Du bist eine Game-Cartridge. Dirty Game-Cartridge. Haben wir hier noch ein Geheimnis? Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts. Nope, nur eine unsichtbare Wand und ein Haus, wo wir liebend gerne wahrscheinlich rein wollen, aber es nicht können. Und da ist wieder etwas. What the fuck? Bist du? Oh mein Gott, du bist eine Anspielung, bist es nicht. War das eine Aoni-Anspielung? Erzähl mir doch nichts. War das eine Aoni-Anspielung? Ich muss das sehen. Kann man das sehen von hier aus? Kommt das nochmal? Ich glaube, das war es, oder? Also die fetten Köpfe passen? Diese komische Gesichtsform? Ein Haus? Eine gigantische Mansion? Ich kenn's immer noch. Wer ist sie? Ich kann's nicht erkennen. Zeige dich! Bei der Macht der Hand. Deine Haare fliegen im Wind. Und in der Druckwelle der Hand. Ich hab Messer. Pass auf. Ah, es schneit. Eben hat's noch nicht geschnien. Und da ist das Licht. In ein Iglu. Hallöchen. Oh, what the fuck? Okay, das ist weird. Halt, warte noch nicht. Nein, ich wollte doch die Hand benutzen. Achso, ich dachte, du springst jetzt rein. Okay, geht so auch. Einfach mal kurz berühren, so einfach. Stopp. Aha, ich weiß, wo wir sind. Freut ihr euch auch? Also komm, das ist jetzt nichts, wo man sterben muss dabei. Ich wollte einfach nur auf diese Insel gehen. Kein Grund zu sagen, ja, jetzt darfst du aber, jetzt wenn du ins Wasser kannst, kannst du auch sterben, wenn du zu tief reingehst, ne? Ich wollte doch nur gucken. Gibt's irgendwo ein... Hier muss es doch irgendwo ein Secret geben, irgendein Concept Art oder so. Irgendwie auf der größeren Insel hier. Der hier oder war das die andere? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie hier oder so. Gibt's doch sicherlich was, oder? Wir können die Kamera immer noch nicht bewegen. Jetzt habe ich echt Angst, dass ich hier irgendwie versehentlich sterbe.
Nein, nein, rutsch nicht unter! Madatsuki, nein! So viel dazu. Gut, dann folgen wir einfach dem Weg. Denn dieser Weg wird ein nasser sein. Dieser Weg hat Hügel im Meer. Dieses Lied ist von Ewigkeiten her. Und die Lyrics kenne ich auch nicht mehr. Wie alt ist dieser Song? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur letztens nochmal gehört und ich dachte mir, den kennt man doch. Den kennt man doch. Wenn man Wege hat, die nicht leicht sind. Wenn man Wege hat, bei denen man rutschen kann. Goddammit. Matsuzuki, sterb nicht schon wieder. Ist hier ein Collectible? Nein. Ich liebe diesen Handeffekt übrigens, wenn man es nicht gemerkt hat. Der ist super. Der passt auch, glaube ich, ganz gut. Ich meine, klar, es ist nicht mehr derselbe Effekt wie im Original. Aber den braucht man ja auch nicht, weil das Spiel ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie man sagen will, ein bisschen langsamer ist, aber gleichzeitig auch linearer. Und deswegen muss man auch nicht durch und durch hin und her laufen zwischen den Türen. Ich will nur sicher gehen, weil, ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Ich sehe hier gerade keine weißen, funkelnden Stellen. Ach, wie schön. Oh mein Gott, ich kann mich kontrollieren. Okay, dann, will ich vielleicht nicht zu sehr überstürzen. Oder fallen wir? Ich weiß gar nicht, ob wir fallen. Ich glaube, wir können nur kontrollieren, in welche Richtung. Wir springen einfach mal von Insel zu Insel. Und hoffen, dass wir hier runterkommen. Yo. Und da ist das Luftballon weg. Okay. Ey, aber das ist doch das, worauf alle Fans warten. Kommt schon, das ist... Also das und das Spaceship. Für alle, die es nicht wissen, ihr werdet es noch sehen. Hoffentlich. Ich habe gehört, dass es hier sein soll, aber ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe auch noch keine Spoiler dazu gesehen. Aber ich meine, da war irgendwann mal was. Was ich so gehört habe. Oder so nebenbei gelesen habe. Aber nichts, was ich jetzt hundertprozentig weiß. Aber fall jetzt nicht ins Meer. Können wir da hin? Ah, ich will es gar nicht versuchen. Ich sehe da auch nichts Funkelndes, also denke ich nicht. Ah, ist das schön. Ich glaube, es war auch im Original meine Lieblingswelt, weil die Welt ist so calm. Und ich muss ja auch sagen, also jetzt kann man es gerade nicht sehen, weil wir gerade nicht in der Position dafür sind mit der Kamera. Aber ich liebe ja solche Sonnenuntergänge oder Sonnenaufgänge oder was auch immer das darstellen soll. Diesen pink-orangenen Überlauf, da genau sowas, was man jetzt nicht mehr sehen konnte, aber gerade eben sehen konnte. Sowas liebe ich ja, das ist ja... Ich mag es. Ich finde es super. Und da kann ich vielleicht auch noch ein bisschen ganz kurz kommentieren darüber, was viele Leute hier schreiben, dass das Spiel irgendwie doof ist oder so, weil das ist ja nicht mehr das Original und man kann es überhaupt nicht empfehlen, weil das ist ja gar kein Yumeniki mehr. Und ich muss sagen, doch, ist es. Es ist halt anders, aber das ist auch gut so, weil nicht jedes Yumeniki muss 50 Stunden rumlaufen und nach 50 Stunden erst den letzten Effekt finden, nachdem man wirklich alles ausprobiert hat, außer das eine, was man halt am Ende erst ausprobiert hat, weil man erst darauf gekommen ist. Was, na gut, wenn man die Zeit hat, kann man es natürlich so machen, aber... Ne? Ich finde, das ist gut. Gerade für so einen Casual-Film wie mich, der auch nicht so viel Zeit hatte, ist das ganz nett. Weil ich meine, scheinbar waren wir schon nach den ersten 4 Parts mit einem Drittel fertig. Ah, es wird so schön orange hier. Ach, ist das schön. Und wir werden die Waifu in 3D sehen. Hoffentlich. Und ihr weißt, welche ich meine. Zuerst aber
Na, ist hier irgendwas? Das sieht mir so suspicious da hinten aus. Weil das so weitgehend ist. Echt nichts? Okay. Dann eben nicht. Ja, aber die Musik ist auch schön. Ich mag es. Das ist beruhigend. Es fühlt sich gerade tatsächlich so an, als würden wir irgendwie zu einem letzten Boss oder so gehen. So die letzte Reise im unendlichen Meer. Und da hinten, da ist das Ende. Aber wir wissen, es ist nicht das Ende, leider. Da kommt noch eine ganze Menge, habe ich das Gefühl. Es kommt zwangsweise was anderes am Ende. Selbst wenn wir das als am Ende erst machen wollten. Denn wir haben ja noch diese komische verschlossene Tür. Oh, das war glaube ich... Oh, dieser Zoom-Out-Effekt. Den gab es auch im Trailer, glaube ich. Ich glaube, so kann man aber schlecht nach den Collectibles suchen. Also hoffe ich einfach wirklich, dass es hier keine gab. Und wenn doch, naja, dann habe ich wohl Pech gehabt. Außer ich gehe hier lang. Was ist hier? Irgendein Geheimgang? Ein geheimer Weg? Ein geheimer Steg? Wahrscheinlich nicht. Gut. Aber ich glaube, die waren auch self-aware, dass es hier, dass das so das ist, worauf die Fans auch warten. Fragt sich nur, ob man auch 5000 Mal raus und rein rennen muss und dann auch 5000 Mal den Light-Switch schalten muss. Was machst du in meinem Zimmer? Ah, ist das schön. Die gute alte Musik. Wollen wir es schon machen? Das würde ich doch hier viel zu lange. Ich glaube, hier kann ich echt Light Switch Spam machen. Aber zuerst gucken wir es mal hier um. Hallöchen, Puniko, glaube ich, heißt du. Nichts? Redest du nicht mit uns? Ich frage mich echt, was die Story hinter ihr ist. Das ist. Also die Story meinte ich natürlich hier im Bücherregal. Die Story hinter ihr im Bücherregal meine ich natürlich. Nee, ich frage mich, was die Story hier ist. Es muss ja... Also ich weiß nicht, ob ihr es mal gehört habt, aber angeblich kann man ja nur Leute im Traum sehen, die man wirklich kennt. Beziehungsweise die man schon mal gesehen hat. Jetzt nicht die man kennt unbedingt, weil es gibt so viele Leute, die man nicht kennt, die man im Traum sieht. Aber die muss man mindestens einmal gesehen haben. Und irgendwie mag ich mir vorstellen, dass halt... So eine kleine Theorie. Jetzt nicht, dass das ganze Spiel jetzt darum geht, aber ich denke mal, so die Theorie, die glaube ich jeder so mögen kann, ist, dass die sich kennen. Vielleicht hat sie auch ein Traumtagebuch. Vielleicht kannten die sich irgendwie von der Schule. Vielleicht sind die sogar Schwestern, wer weiß. Vielleicht ist einfach irgendwas zwischen den beiden. Weiß nichts Romantisches oder so, aber einfach vielleicht ist irgendwas. Wir können auch gar nicht. Oh, wir können auch gar nicht raus. Natürlich, warum sollte man auch? Okay, seid ihr bereit? Ich hab ne... Oh mein Gott, ich hab einen Turbo-Button. Soll ich... Ich versuch's mal. Yeah, boy! Ich kann mich bewegen. Okay. Ach so, ich kann mich bewegen. Wir können wirklich nicht raus. Hallöchen! Na gut. Ja. Also, ein bisschen Letdown, aber okay. Ist deren, Meet a Mysterious Blanc. Okay, da haben wir es. So viel zu den Theorien. So viel zu den Theorien. Aber bevor wir den Part beenden. Yo, Madatsuki, you're right?
Wir können nicht beenden. Also wir können nicht das Spiel switchen. Vielleicht in der Traumwelt? Das möchte ich nochmal ausprobieren. Gehen wir uns nochmal schlafen legen. Und gehen wir hier nochmal gucken, ob wir hier unsere Cartridge reintun können. Yeah, das können wir. Au, ich hab's so gesagt. Boy. Stage 1. Oh, boy. Not rescued, rescue. Oh, okay. Ey, oh, das ist nice. Oh, das ist echt mega nice. Boah, ich... Ach ja, stimmt, das ist... Collectible. Können wir das einsammeln? Müssen wir dafür irgendwas machen? Keine Ahnung. Oh, das ist... Das ist echt nice. Ich weiß gar nicht mehr... Ich weiß nicht, in welchem Kontext das nochmal genau war. Aber ich wollte Aoini tatsächlich mal selber mal let's playen. Ah, da haben wir dich. Da bist du ja. Friend rescued. Sehr schön. Das war das originale Slenderman. So ein bisschen eigentlich, wenn man... Door locked, okay. Ja, wenn man sich mal so überlegt, so ein bisschen war es schon das originale Slenderman. Boah, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe richtiges vor Aoni. Weil ich bin so ein... Ich kann das überhaupt nicht, dieses... ja, hier können wir uns verstecken. Falls der kommt, der blaue Cock. Was auch nicht jeden Moment sein sollte. Da bist du ja. Hinkashi found. Ah. Achso, das sind normale Items. Okay. Wie die auch einfach genervt guckt. Unten rechts. Oh, noch ein Item. Doll found. Okay. Also ich meine, ich weiß, wo das andere Item ist, aber ich weiß nicht, wie wir da dran kommen. So, hier können wir nicht hoch. Dann, ach, hier war auch noch... Oder, nee, da war das Item. Wie kommen wir da dran? Können wir das verschieben? Können wir das verschieben? Ah, wir können es verschieben, okay. Auch gut zu wissen. Regular Key found. Ah, und das brauchen wir wahrscheinlich. Jetzt weiß ich echt nicht, ob der kommt. Ich vermute im ersten Level einfach nicht. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, weil ich gesagt habe, ich habe ein bisschen Schiss vor Aoni. Vom Original, aber... Leiter found. Müssen wir den hier auch verschieben? Nö, wahrscheinlich nicht. Okay. Oh, okay. Mansion Key found. Friend rescued. Und raus hier. You escaped. New high score. Survivor, okay. Aber das war's auch. Wir wollen ja nicht zu lange damit verschwenden. Ich wollte es nur einmal angespielt haben. Ey, aber Volk. Dürfen die das überhaupt? Ist das vom... Oder ist das vom selben... Ich weiß es gar nicht, ob es vom selben Entwickler ist. Keine Ahnung. Egal, machen wir auf. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Was war noch das Achievement? Survivor? Ja, wach erstmal richtig auf. Erstmal richtig aufwachen, aufstehen. Und Survivor ist... Take me out of here! Okay. Wir haben 10 von 23 Achievements. Boy, wir sind schon zur Hälfte damit fertig, habe ich das Gefühl. Na gut, das war's dann mit Yumaniki für diesen Part. Hat der gespeichert? Ich glaube, der hat gespeichert. Ja, dann, da, wo man sie am besten sehen kann, mit dem geklippten Fuß in der, auf dem Kissen. Und, ja, ich habe mal den Unterschied gemacht, dass ich ihn nicht geschnitten habe mittendrin, beziehungsweise nicht mittendrin Parts beendet habe.
Deswegen wird lustig sein, das zu schneiden. Egal. Wir sehen uns dann im nächsten Part und bis dahin, Leute, bleibt spooky.